Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5. Und in diesem Video werden wir die Shooting Range machen, da Michael zu uns gesagt hat, dass wir, naja, unser Schießen ein bisschen verbessern sollen, weil es beim letzten Mal nicht so gut geklappt hat. Und da wären wir auch schon beim Armor-Nation. $14 hat das gekostet, eieiei. Aber jetzt hier ist ja überall Musik, das gefällt mir gar nicht. Ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, vielleicht. Ja, können wir es überspringen? Ja, können wir. Sehr gut. Machen wir mal die erste Challenge. Ich mache sicherheitshalber mal in Einstellungen die Musik aus. So. Bisschen empfindlich gerade, die Maus. Problem ist, ich habe halt davor auch noch einen anderen Shooter gespielt, das heißt, ich bin jetzt nicht so gut drauf beim Schießen. So. Dann haben wir schon mal die erste Challenge absolviert auf Gold. Bin mir noch nicht von noch. Wieso habe ich die Gefechtspistole noch nicht freigeschalten? Achso, ich muss sie zuerst kaufen. Das ist ja natürlich suboptimal. Das können wir dann später machen. Und da haben wir schon mal fast Silber. Zumindest zum Drittel. Sollten wir hinkriegen. Sehe ich kein Problem mit. Da haben wir es. Perfekt. Oh, und da ging die Accuracy runter. Natürlich empfiehlt es sich natürlich, die Waffenaufsätze zu kaufen, aber ach, das brauchen wir ja nicht. Ich hätte jetzt hier nur die Sachen machen, also die Sachen auf Gold machen, die ich jetzt aktuell machen kann. Da ich mit der Raygun in meinem normalen Block oder bei meinem normalen Durchgang, den ich selbstständig gemacht habe, ja schon gut eine Stunde dran saß an der dritten Challenge. Hier, da habe ich die Mitte sehr krass verfehlt. Und da haben wir auch Gold, perfekt. Abbrechen kann man, glaube ich, nicht vorzeitig. Ein bisschen suboptimal, aber was wir machen. Damit haben wir alle drei Pistolen-Challenges abgeschlossen. Und sogar alle auf Gold beim ersten Versuch. Jetzt kann ich die Gefechtspistole benutzen, natürlich. Dann mache ich kurz hier auch noch. Bisschen konzentrieren, dann verbessere ich sogar meine Zeit. Nachladen. Und ja, ein bisschen schneller war das auf jeden Fall. Ich glaube noch die Deagle haben wir. Schwere Pistole, Kaliber 50. Ja, ist ja im Prinzip eine Deagle. Du musst einen früheren Zeitpunkt nachladen. Die hat, glaube ich, nur 8 Schuss, kann das sein? Ich habe jetzt nicht nach oben rechts geguckt. Jetzt muss sie nachladen. Das war ja jetzt mal toll. Nicht mal maximale Punktzahl. Egal. Pistole komplett abgeschlossen. Moment mal. Ich wollte gerade sagen. Also, ja. Man sollte vielleicht auch die Challenge auswählen, die man starten möchte. Ich hoffe, dass ich alle Challenges überhaupt abschließen kann auf Gold. Mit der ersten Waffe. Also bei Sturmgewehren und so, da weiß ich, dass das geht. Zumindest bin ich mir ja gerade ziemlich sicher, dass es geht. Aber die Challenge haben wir ja souverän gemeistert. Da geht's nochmal los, gell? Ist doch noch was im Kopf hängen geblieben. Lass mich nachladen, Spiel. Yes. Und auf Gold. Wie ein Profi. Was doppelt so viele Punkte, als man braucht. So, nenne ich mir jetzt mal die sicherheitshalber darf mit ein paar Schuss mehr. Oh, wow, jetzt habe ich schon fast Gold beim ersten Durchlauf. Es ging deutlich einfacher, als ich gedacht habe. Jetzt wäre das, glaube ich, noch einmal in die Mitte alle. Das hat keine Probleme bereitet. Easy. Dann können wir jetzt die MP sogar benutzen.
Für die letzte Challenge, oder? Oh, okay, das war vielleicht jetzt ein bisschen früh nachgeladen, aber. Aber ja, haben wir auch souverän auf Gold. Brauche ich sogar im Prinzip jetzt gar nichts machen. Wenn ich schon nicht schon volle Ausdauer hätte, würde ich jetzt hier einfach mal mein Stamina trainieren. Ja, komm. Verschwende keine Zeit spielen. Juhu. MPs sind auch fertig. Schrotflinten waren, glaube ich, sogar ein bisschen schwerer, wenn ich mich richtig entsinne. Aber jetzt erstmal die Sturmgewehre. Erstmal verfehlt ein Schuss. Aber was soll man machen? Oh, noch ein Schuss nicht in die Mitte. Tragische Sache. Aber ich glaube, ich habe Gold erreicht. Ich kann es nicht ganz im Augenblick erkennen. Wie viel kommen denn da noch? Ah, ja. Fast doppelt so viele Punkte. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Karabiner. Ja, dann fange ich gleich wieder drüben an. Das geht eigentlich. Also, ich habe mir gerade. Oh mein Gott, Alter, ich habe noch 40 Sekunden. Ich bin doch jetzt schon fast fertig. Ich bin fertig. Noch 40 Sekunden. Wieder schieße ich ein bisschen zu weit vorne. Aber ist ja eigentlich egal, weil ich habe ja jetzt schon das, was ich möchte. Ich habe Gold. Was soll man dazu sagen? Ich meine, ich könnte es vorspulen, aber ja, das wäre jetzt nicht so meins. Das möchte ich eigentlich ohne Vorspulen machen, die Mission. Das 50.000, Alter. Alt. Ich werde das mit dem Raygun versuchen, aber stimmt, so war das. Muss man sich halt ein bisschen mehr konzentrieren, was wir machen. Aber da geht was rein. Oh, guck mal, 60% schon. So, ein bisschen schneller Schrot finden. Die waren auf jeden Fall ein bisschen schwerer, das weiß ich, weil man musste, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, mehrere Ziele auf einmal treffen. Aber darauf muss man mich nicht festnageln. 7. 7. Ich glaube, bei dem kann man kein 7 treffen, ja. Oh mein Gott, Alter. Keine 7. Ah, da ist eine 7. 5, 1. Locker geschafft. Aber es wird noch schwerer, das weiß ich. Da bin ich mir 100% sicher sogar. Dann die Pump Action. Oh, okay, ja. Wenn ich mich richtig entsinne, ja, da muss ich sie näher reinkommen lassen. Ja, das ist natürlich wieder so ein Waiting Game. Oh, die werden zur Seite gefahren. Das hat ja sehr gut funktioniert. Aber Gold. Da wäre jetzt die Sturmschrotflinte besser gewesen. Weil man da halt nicht immer nachladen muss. Ach, die abgesägte Schrotflinte. Ich glaube, das ist nicht mehr auf Distanz, oder? Okay, das war so ein Ding. Oh, verdammt. Salan, unfair! Das hier wird aber jetzt ein Triple. Easy. Okay, war doch einfacher, als ich gedacht hatte. Dann war Raygun wirklich deutlich schwerer als das. So, ganz kurz nochmal das hier einmal machen. Dann haben wir die Waffe auch abgeschossen.
Muss er. Ich mach da jetzt einfach so runter. Ist ja egal, was für ein Dings wir hier erreichen mit der Waffe. Man kann eh nicht mit allen Waffen Gold erreichen. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde. So, leichte LMGs. Leichte LMGs vor allem Dingen. Ja, wo geht's weiter? Oh, genau die Punkte. Wundervoll. Noch ein bisschen mehr. Ja. Da kommt noch was? Alter, mit dem Rüberflicken habe ich gerade richtig krasse Probleme. Warum das denn? Aber egal, was soll man machen? Herausforderung 2 muss ich jetzt abschließen. Alles klar, alles klar. Wusste ich natürlich. Ich glaube, man darf eine Kugel verfehlen, wenn ich im richtigen Sinn, und dann wird erst bei der zweiten Kugel zurückgesetzt. Schneller. Perfekt. Da müsste jetzt das als nächstes rein sein. Ja, wie ein Weltmeister reicht das. So, 14 Schuss, das reicht noch für eins auf jeden Fall. Oh, das ist natürlich toll, da hätte ich vorher nachgeladen lieber. Aber dann mache ich halt Dauerfeuer jetzt auf das letzte. Oh, das könnte sogar richtig knapp werden, gerade sehe ich. Ah, habe ich sogar geschafft. Okay, man muss doch ein bisschen einzeln drücken. Jetzt kommen alle nochmal, gell? Ja. Kann man so leicht erahnen, was als nächstes passiert. Ich glaube, dass die nächste Challenge müsste sein, die Ziele bewegen sich und man darf nur fünfmal drauf schießen. Oder auch nicht. Da waren mir deutlich zu viele Punkte für diese Aufgabe. Ja, an die Aufgabe erinnere ich mich gar nicht. Aber so wie es aussieht, nicht sehr anspruchsvoll. Aber ich konzentriere mich jetzt aber noch ein bisschen. Ich habe noch 40 Sekunden Zeit und habe fast die Challenge geschafft, Alter. Was soll denn das? Oh, ich muss nachladen. Warum hat die Waffe nicht unendlich Schuss? So. Ah, übrigens, was ich vielleicht erwähnen sollte, obwohl ich gerade keiner mehr zuguckt. Ich bekomme bald ein neues Mikrofon, dann sollten diese. Wie heißen die sonst nochmal? Dieser. Wenn man halt so etwas wie S ausspricht. Da sollte das dann deutlich besser dann sein. Und da kann ich das von der Entfernung vom Mikrofon besser einschätzen, weil dann sehe ich das Mikrofon ja auch richtig. So wie ich das jetzt habe, ich sehe das Mikrofon gerade mal so im Augenwinkel und das ist nicht so geil. Vor allem, weil ich das Ding auch immer einfahre. Aber hey, haben wir geschafft. Irgendwie tut mir jetzt mein Zeigefinger weh. Es kommt Minigun, oder? Warte, habe ich hier alles? Ja. Die Minigun. Da sollte man jetzt nicht so viel falsch machen können. Ja, einfach Dauerfeuer. Window. Jetzt Challenge von der Minigun. Wer die nicht beim First Draw auf Gold hinkriegt, da. Habe ich echt keine Worte dafür. Okay, selbst die Challenge war jetzt ein bisschen viel zu leicht, würde ich sagen. Alter, fast sechsstellig. Hätte ich den Anfang ein bisschen besser gemacht, dann hätte ich sogar sechsstellig rausgehauen. Aber es war machen. Jetzt kommt gerade die Dinger, gell? Ja.
Platz drehe ich mich hier so sehr? Ah, easy. Sogar maximal Punktzahl, wenn ich mich nicht täusche. Nicht mal 20% Genauigkeit. Oh, 100% schießen sogar. Nice. War ja souverän hier der Schießstand. Ich muss das dann halt noch mit Michael machen. Weil ich Trevor halt noch nicht freigeschalten habe. Aber es wird hier eh noch spaßig. Ich meine, im nächsten Part kommt ja wahrscheinlich eh eine Story-Mission. Da mir gerade die einzige wirkliche Nebenmission, die wir noch haben, einfällt, wäre die Stunts. Also die Monster-Stunts halt. Ich habe sechsstellig, habe ich gerade gesehen. Eieiei. Das hatte ich tatsächlich noch nie, würde ich jetzt meinen. Jetzt machen wir halt noch den Bonus, die Raygun, die hat ja halt jetzt 4 Challenges, aber die fand ich richtig schwer. Sag ich, wie es ist. Hätten die sich bewegt? Nee. Irgendwie fühlt sich jetzt so an, als würde ich irgendwas falsch machen. Das bewegt sich jetzt aber, oder? Also, hier kommt es halt dann immer auf Flächenschaden halt drauf an. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe schon was falsch gemacht. Okay, da habe ich auf jeden Fall jetzt was. Nein, die wären noch aneinander gegangen. Ich hab's geschafft. Egal. Da war jetzt noch eine kleine Achterbahnfahrt zwischendurch. Schon wieder 24. Ja. Das war jetzt nicht so schwer. Also die schwere Challenge sehe ich halt in 3 und 4. Da habe ich mir sogar einen Guide angeguckt im Internet gehabt, weil ich einige Schüsse nicht für möglich gehalten habe tatsächlich. Oh mein Gott. Habe ich das auch noch verfehlt? Oh nein. Der eine Punkt hat es mich jetzt gekostet. Der hat es mich jetzt gekostet, den Gold. Ich habe scheinbar doch alles richtig gemacht. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Ich habe eine Sache auf Silber abgeschlossen. Nee, nee, nee. Korrigieren wir das jetzt mal schnell. Ich werde es wahrscheinlich, wenn ich die dritte nicht first try dann auf Gold schaffe, dann werde ich es auch gar nicht mehr probieren, weil das ist dann eher so eine Sache, da musst du halt auswendig lernen, wie das Pattern ist und so. Und da habe ich jetzt gerade hier in dem einen Part jetzt keine Lust drauf. So. Warte halt, die Dinger gehen einzeln so weg. So war das. Jetzt hätte ich schon wieder fast vergessen, was mein Fehler beim letzten Mal war. Aber hey, geschafft. 32. Das hat gesessen. Das nicht. Jetzt ist, glaube ich, schon Vollpunktzahl unmöglich. Was auf jeden Fall, man muss ein 7er treffen. Das ist sogar der hier. Bei denen, da muss man mindestens 5er treffen. Ja, und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe zwar die zwei Hauptknackpunkte daran nicht getroffen, aber ich werde jetzt erstmal das letzte machen. Ich glaube nicht, dass es gereicht hat. Ich habe das letzte nicht getroffen. Hä? Das ist frech. Also das will ich auf jeden Fall nicht wiederholen. Kommt mir jetzt irgendwie schwerer vor als das andere. Ja, und da habe ich das Dings nicht getroffen. Bewegt ihr euch? Ja. Dass sie sich reinbaiten. Also die versuchen halt mich zu baiten, indem die sich halt nicht bewegen, aber das ist ja bei jedem so.
Nicht mal Silber, Alter. Oh mein Gott. Naja, aber ich würde sagen, das war's für dieses Video. Wir haben den Schießstand jetzt offiziell abgeschlossen. Zwar jetzt nicht 100% Gold, aber der Bonusteil, der ist halt irgendwann nur noch ausprobiert. Jetzt schaltet sich mein Monitor aus. Natürlich perfektes Timing zum Ende der Aufnahme. Problem gelöst. Und jetzt haben wir als Belohnung 25% Rabatt auf alles. Ist ja jetzt halt nicht so viel Zeug. Warum ist eigentlich das ganze Zeug hier nicht verfügbar? Kommt das einfach erst mit der Story? Aber egal. Das war's für dieses Video, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.